Oh, fuck. Und wieder so ein verdammt heißer Tag. Moin Leute, ich zeig mich wieder in meinem schönsten Outfit heute. Naja, zum Arbeiten dürfen es auch hässliche Klamotten sein. Achso. Das Handy nervt schon wieder. Wir haben ja gestern ungefähr schon drei Schichten Warnungssack aufgetragen. Und natürlich zeige ich es euch mal. So. Also ich finde das Ergebnis bis jetzt schon mal richtig, richtig klasse. Und natürlich, ihr kennt es, wenn ihr selber Anlagen baut, man will ja immer gleich gucken, wie sieht es mit Treiber aus. Deswegen habe ich den Treiber mal spaßeshalber reingesetzt, um zu gucken, wie es aussieht. Mit dem Farbergebnis bin ich megamäßig zufrieden. Also wir haben jetzt drei Schichten drauf. Ich würde jetzt noch einmal alles ein bisschen schleifen, aber mit einer ganz feinen Körnung. Und dann die letzte Schicht, die finale Schicht drauf machen, weil ich habe mir noch so ganz, manchmal so ganz kleine Näschen. Obwohl das alles schon richtig, richtig schicki aussieht, wie ich finde. Der Port ist auch gut geworden. Wir müssen bloß noch die Innenkanten machen, von denen ich vorhin letztes Mal gesprochen habe. Gestern war das. Und den Boden. Den habe ich noch nicht so richtig gemacht, weil der stand ja immer auf dem Boden. Ich habe jetzt nur die drei Seiten mit drei Schichten bis jetzt bespaßt. Alles klar, dann würde ich sagen, ich lackiere noch ein bisschen und wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Clip, wenn wir das Frontgitter machen oder irgendwie sowas. So, Lack trocknet. Jetzt würde ich sagen, können wir mal den Top teilen, weil der Lack nämlich schon völlig in Ordnung ist, wie ich finde, die Einschlagmuttern reinmachen. Logischerweise können wir von innen aber nichts reinkloppen, also gibt es da einen kleinen Trick. So, wir nehmen uns unser Einschlagmütterchen, packen das hier unten rein, kurz mal abgelegt, nehmen uns danach eine Schraubzwinge und auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall nimmt ein Brett zum Gegenkontern. Weil ohne Witz, wenn ihr jetzt die Schraubzwinge hier ran macht und habt kein Brett zum Gegenkontern, haut ihr euch den ganzen Lack kaputt und vor allem einen richtigen Abdruck ins Holz rein. Deswegen die Kraft möglichst auf eine große Fläche verteilen. Jetzt quetschen wir das Ganze praktisch hier mit der Schraubzwinge hier zusammen. Die Schraube hier, die gerade rausgefallen ist. Dankeschön und dann ist es feste. Oh, fuck. Oh. Oh. Zu fest, Leute. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und dann am Ende sitzt die Einschaltmutter hier auch ordentlich drin. Ah, jetzt war zwischendurch meine Funkstrecke erstmal leer. Wundervoll. So, wir haben ja den Rahmen so geleimt, dass wir außen jeweils noch ungefähr einen halben Millimeter Platz haben zum Lautsprecherrahmen, sage ich mal. Dass eben der Stoff, wenn der hier rüber geht, den Platz einnimmt und auch ein bisschen Druck ausübt, dass wir den bloß reinschieben brauchen. Jetzt würde ich sagen, ja, hier machen wir das. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie hier so hindrapiert kriegen. Und dass wir haben ja hier bei dieser Art von Stoff hier so eine Linienrichtung, sage ich mal. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn die auch gerade ist und nicht irgendwie so schief da drauf sitzt. Deswegen gucken wir gleich mal, dass die Linie, dass die erste Linie genau passt. Dann lappen wir das über und tackern das hier schon mal fest. Also so würde ich jetzt vorgehen. So, ich hoffe jetzt mal, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Also irgendwie bin ich mir noch nicht ganz so sicher, muss ich sagen. Och, uncool. Ja, also irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich will. What the fuck? Was ist denn hier los? Hä? Ist der Tacker zu schwach oder was? Ich verstehe das nicht so ganz. Also hier im Balken, wenn ich das hier in die Seite reinhaue, bei uns im Schuppen, klappt das super. Aber hier irgendwie nicht so scheiße. Das habe ich mir echt einfacher vorgestellt. Naja, Freunde, bis jetzt habe ich noch ein bisschen gemischte Gefühle. Von hinten sieht es echt chaotisch scheiße aus, aber von vorne hoffentlich und vielleicht später cool. Es ist halt schwer, diese komische Linie zu halten. Irgendwie habe ich mir das echt ein bisschen einfacher vorgestellt. Naja, auf jeden Fall müssen wir das hier unten so praktisch provisorisch auf Spannung ziehen, um zu gucken, wo sich das hinzieht. Und dann hier oben gegenarbeiten, dass wir praktisch die Linie einbehalten. Mann, irgendwie komische Scheiße hier. Also ich hätte nicht geglaubt, dass man bei so einer einfachen Sache auch einen Bogen raushaben kann, aber die Krüppelnadeln werden weniger. Und das sieht doch schon mal relativ vielversprechend aus, das Ganze hier. Au! Ja, Leute, es wird langsam. Und wenn wir jetzt hier hinter noch den Akustikschaum packen, ist es auf jeden Fall auch durch, durchguckfest, dann ist das hübsch. Hoffe ich. Heute, wir nähern uns dem Ende dieser Hölle hier. Es wird. Ich bin begeistert. Ich muss es nur mal so ein bisschen hinspannen. Dann drücke ich mit denen noch ein bisschen nach vorne. Rein damit. Und immer entgegengesetzt. Damit wir gar nicht erst eine Seite komplett verziehen und die andere nachziehen müssen, was dann nicht geht. Sondern immer hin und her gegenüber arbeiten. Ich glaube, damit fährt man echt am besten.
Und das hat richtig Spannung schon. Also das ist schon nice one. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich bin so ein Typ, der kann sich die einfachsten Dinge am Ende versauen, obwohl die eigentlich ziemlich geil aussahen. So, der Rahmen ist richtig cool geworden. Ich habe jetzt noch den Frontschaum reingeklebt mit Sprühkleber, dass das auch wirklich durchsichtig ist. Dass man nicht durchgucken kann, meine Fresse. Ich habe zu viel Kleber genommen und jetzt sieht man hier vorne diese Kleberspuren. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich glaube, ja. Gut, neu machen müsste ich es sowieso. Vielleicht kann ich es retten, indem ich das schwarz ansprühe. Vielleicht sieht es gar nicht mal so dumm aus. Das würde ich jetzt mal eben probieren, aber an sich wollte ich damit sagen, nimmt nicht zu viel Kleber, aber ganz ehrlich, wenn ihr einen guten Kleber habt, wenig reicht auch. Das klebt sehr gut und es ist bloß Schaum. Es ist kein Gewicht, was da dran hängt. Okay, das war ein Flop. Sieht immer noch ziemlich komisch aus. Naja, scheißegal. Ich mache aber jetzt ein neues. Ich will, dass die Anlage wirklich gut wird. Deswegen wird das hier nicht gepfuscht. Das kommt weg. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es funktioniert und brauche jetzt irgendwie beim nächsten Mal nicht ein bisschen fuschen. Jetzt habe ich den Bogen, sage ich mal, raus und ich mache gleich zwei, weil ich halt zwei Systeme baue. Jetzt würde ich sagen, machen wir Folgendes. Ich habe das weiße Gehäuse schon fast fertig. Das holen wir jetzt rein, setzen den Treiber rein und markieren schon mal die Bohrlöcher und machen die Einschaltmutter rein. So, wundervoll. Dann nehmen wir uns mal die Pappe, die ein bisschen zugespänt ist. So, setzen den rein, drehen ihn ungefähr so, dass wir überall den gleichen Abstand haben. Das können wir mit dem Augenmaß machen, der sitzt sowieso nachher hinterm Gitter. Und das sieht man dann sowieso nicht. Dann markieren wir jetzt Löcher, bohren die schon mal. Ja. So, jetzt haben wir hier alles gebohrt und die Einschaltmuttern sind auch schon drin. Die kann man jetzt hier sehen. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich will den Treiber gleich ordentlich reinsetzen, dass er auch erstmal drin bleibt. Weil wir brauchen das Gehäuse nicht mehr streichen. Deswegen kann der Treiber theoretisch schon rein und da auch drin bleiben. Bevor wir ihn reinschrauben können, müssen wir theoretisch auch ein Kabel ranmachen. Das muss aber erstmal drin liegen. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt hinten das Loch rein. Ich habe ja schon rausgefunden, wo es ungefähr rein muss, weil wir bei dem anderen Gehäuse schon die Endstufe reingeschraubt haben. Dementsprechend weiß ich, dass das Loch auf jeden Fall hier oben links reinkommen muss, damit wir noch Platz hinten haben. Dann führen wir das Kabel durch, löten das schon mal an den Treiber ran und dann können wir den auch reinsetzen und für immer fest verschrauben. So, nächster Tag, es wird nicht kühler. Es ist immer noch so verdammt scheiße heiß. Wir haben gestern ein bisschen wenig gemacht, einfach aus dem Grund, weil ein Kumpel von mir einen kleinen Notfall hatte und mitten im Wald der Meinung war, seinen Schlüssel zu verlieren. Irgendwo im Rand Brandenburg. So, heute machen wir, würde ich mal sagen, die Schallwände für die kleinen Topteile. Dazu würde ich trotzdem euch raten, misst die Innenmaße nochmal extra aus, weil es kann sich immer was verschieben beim Bau, gerade beim Schleifen, mit dem Lack und bla bla bla. Diese Maße übertragen wir jetzt auf eine Siebdruckplatte, die ich hier noch rumliegen hatte. Und dann schneiden wir die Schallwände zu, machen das Loch rein, auch die Löcher schon für die Speaker-Anschlüsse rein und ja, was auch immer danach kommt. Sofort hat ein Soundschirm besorgt, wundervoll. Jetzt haben wir schon mal unser erstes Stück und können schon mal gucken, ob das so grob passt. Ah, passt ganz knapp, aber es passt in die Box rein. Noch ein ganz bisschen abschleifen und dann passt es auch sehr, sehr glatt rein. Aber lieber ein bisschen mehr noch drauf haben am Holz als zu wenig. So, jetzt machen wir auch noch die andere Länge und dann haben wir auch schon unsere erste Schallwand. So, nachdem Vater mir zeigte, dass man dafür auch eine Raspel nehmen kann, was deutlich schneller und auch besser geht, passt jetzt endlich hier rein. Jetzt machen wir noch mit der Diagonalen die Mitte, machen dann 9 cm Loch mit der Stichsäge, dass wir auch den Fighter FE32 da reinkriegen. Und das gleiche machen wir einfach für jeden Würfel, einmal für die Scheibenwand, einmal für die Rückwand, für die Speaker-Anschlüsse. Hinten müssen wir noch zwei Löcher machen für die Neutrik-D-Größen und dann haben wir auch die Topteile schon fertig. So, jetzt haben wir alle Schallwände für die Anlage. Ich habe ja in dem Fall hier 4 Top-Teile. Wenn ihr einen Bass baut, könnt ihr theoretisch auch 4 nehmen, da ihr 4 Tops an einen Bass ranhängen könnt. Aber bei mir 2 Tops pro Bass. So, weg von der Ausschweifung. Jetzt ziehen wir uns wieder über die Diagonale unsere Mitte. So. Und wir brauchen ein 9 cm Loch in der Diagonale für unseren Fighter FE32. Das heißt, wir nehmen den Zirkel und stellen ihn auf 4,5 cm ein. So, dann logischerweise hier in the middle und ziehen unseren Ausschnitt. Wenn wir jetzt den Kreis haben, kann man auch sehen, wie eng diese ganze Geschichte wird. Ich meine, das alles hier in der Mitte kommt raus und wir haben wirklich nur so einen ganz dünnen Rahmen. Das heißt, wir müssen wirklich mit der Säge aufpassen, dass wir nicht abdriften, dass wir das Holz nicht zersplittern, weil wir brauchen doch noch ein bisschen Halt. Der Fighter FE32, genau in den Ecken, schraubt er sich denn fest und ja, hoffentlich reicht unsere Box. Ich habe die wirklich sehr, sehr knapp eng gebaut, damit wir die wirklich so kompakt und klein wie möglich kriegen. Es kann sein, dass wir am Ende nochmal hier mit dem Dremel ein ganz bisschen was rausfräsen müssen, dass der Treiber wirklich perfekt reinpasst. Aber ich finde, das war es echt wert, um das Top richtig schön klein zu bauen. Jetzt graben wir uns einen Bohrer und die Stichsäge und dann puh,
So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, weil gerade eben Erik anrief, ist aber nicht so schlimm. Leute, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, mir ist es gerade aufgefallen, malt den Kreis nicht auf der Seite, die praktisch nach vorne schaut, sondern auf der Rückseite. Aber aus dem Grund, weil die Stichsäge ja praktisch auf Zug sägt, nicht auf Schub, auf Zug sägt die Stichsäge und deswegen würdet ihr euch hier alles nach vorne ausfransen, was scheiße aussieht. Deswegen einmal umgedreht und dann habt ihr vorne ein schön sauberes Loch und wie es hinten aussieht, ist ja an sich völlig egal. Alles klar, go for it. So, auch den letzten Ring haben wir jetzt ausgesägt. Passt auch wunderbar ins Gehäuse. Ja, der Ring selber sieht ein bisschen schäbig aus, weil ich nicht den Kreisschneider habe von Dieter Schmidt mit so einer Schandbaumaschine. Da muss halt noch die gute alte Stichsäge hinhalten, aber das geht, da wir den Treiber sowieso vorne raufschrauben und sogar noch einen Frontschaum haben, ist das sowieso nicht so schlimm. Jetzt müssen wir gucken, wie tief wir das Ganze hier reinleimen. Hängt von zwei Faktoren ab. Einmal, wie weit der Treiber rausguckt, also wie weit der Breitbinder, wenn er hier drin sitzt, nach oben schaut und wie breit unsere Holzleiste ist. Denn wir bauen nämlich auch so einen Rahmen wie bei dem großen Bass, halt nur ein bisschen kleiner, auch auf Gärung, wo wir dann nachher den Stoff raufspannen. Das ist hier 1 cm Dicke. Dementsprechend müssen wir schon mal mindestens ja, so 1,3 cm rein wollen, dass das Gitter auch ein bisschen drin sitzt. Und der Stoff selber hat da doch eine gewisse Dicke oben drüber, deswegen würde ich so sagen, 1,4 kann man schon mal bei dem Plusstoff abziehen. Und jetzt werde ich nochmal gleich online gucken, wie hoch der rauskommt, weil ich noch die Treiber nicht hier habe. Die sind immer noch nicht geliefert worden, was soll das? Und dann wissen wir am Ende, wie tief wir das Ganze hier reinsetzen. Also hier hinten wäre natürlich Quatsch, aber ich denke mal ungefähr auf die Tiefe hier wird es nachher hinauslaufen. So, jetzt haben wir das hier endlich fertig und auch geschliffen habe ich noch ein bisschen hier den Kreis. Und dann setzen wir die Scheibe hier rein. Kurze kleine Story von eben. Und zwar, weil bin ich gerade ausgeflippt, ich hätte mein Handy an die Wand werfen können. Es läuft eben nicht immer glatt. Das ist einfach so. Also in jedem Bau gibt es irgendwie Probleme. Hatte ich gerade eben echt fast einen halben Ausflipper. Ich kam auf den Trichter, dass, glaube ich, meine Top-Teile, die ich gebaut habe, viel zu klein sind. Dass der Freiteil FE32 dort nicht reinpasst. Weil ich überall gelesen habe im Netz, dass der wohl irgendwie 12,7 cm Außenmaß hat. Wir aber hier bei unserem Würfelchen nur 10 cm haben. Ja, das ist natürlich richtig scheiße, das ist Bullshit. Und hier was rauffräsen ist auch blöd, weil das sieht man später. So, ich also mega hin und her, wollte also nachgucken, dachte ich, ja gut, nimmst du halt ein Handy und guckst halt nicht schnell nach, wie das Maß ist. Bin gedrosselt. Und dann noch richtig schlechten Empfang hier. Also wirklich, shit happens, hoch 10, das war totale Gülle. Und ich hätte schon fast die Würfel an die Wand geworfen, aber zum Glück hat er mir meine Mom einen Screenshot geschickt von der PDF, das ging noch halbwegs über WhatsApp und ich konnte dann doch rausfinden, dass die Treiber wirklich nur 10 cm Breite haben und die 12,7 cm bloß das Maß waren, wo praktisch hier nachher außen diese Schraublaschen vom Treiber raushängen, wo man es dann am Ende festschrauben kann. Also am Ende alles gut und wir können es jetzt reinleimen. Eigentlich wollte ich das so machen. Also ich habe mir jetzt ausgerechnet, dass ich 2 cm das Ding hier reinversetzen muss. Weil der Falter FE32 guckt 7,2 mm raus. Wir brauchen ungefähr 1,3 cm für unser Gitterchen. Und ich will noch 2 cm drin haben, also kommt so 2 cm insgesamt Vertiefung relativ gut hin. Ich wollte mir eigentlich ein 2 cm Stück auf den Tisch legen. Praktisch so, das Ding rüberstülpen, die Schallwand oben reinlassen mit Leim. Und die genau unten am Boden pressen. Hätte ich genau überall das gleiche Kantenmaß, weil ich praktisch unten so einen Abstandshalter hätte. Leider habe ich nichts hier, was irgendwie diesem Abstand ähnelt. Wenn ihr sowas habt, dann macht es auf diese Art, dass ihr praktisch einen gleichmäßigen Abstand habt. Ich muss mir jetzt überall Linien hier wieder anzeichnen, es altmodisch machen und dann irgendwie festspannen. Aber das geht schon. Ich bin froh, dass wir weitermachen können. Und ja, go for it. Irgendwie will der Leim von den Tops nicht wirklich trocknen, deswegen kann ich es nicht lackieren. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den Lötarbeiten. Was fehlt hier noch? Folgendes, wir müssen bei dem DSP, bei dem unsymmetrischen, noch die Chinchecker ranmachen. Einmal hier, den müssen wir ranmachen, vom Ausgang 4 für unseren DSP-Out. Wir müssen die Inputs direkt auf den DSP-Input geben und wir müssen die drei Outputs über die drei Potis schicken. Die Potis schleifen wir praktisch wirklich analog mit Signal zwischen dem Ausgang vom DSP und der Endstufe ein, um Bass und Top zu regeln, einzeln zu regeln. So, um vom Ausgang von der Endstufe zum Poti zu gehen, nehme ich einfach ein altes Chinch-Kabel. Hier so ein altes Videokabel, das können wir dann theoretisch schon mal hier reinstecken. Wir haben hier Out 1, 2, 3, 4. 4 wird ja unser AUX-Ausgang. So, das heißt, wir können hier schon mal das hier reinstecken. Und das hier, die Farbe ist in dem Fall völlig egal. Und wir wissen jetzt, dass weiß der Bass ist, weil das ist der Kanal, also den würde ich als Kanal 1 belegen. Ich würde halt Bass, Top, Top und halt den AUX. So, das heißt, das weiße Kabel muss bis zum Poti reichen. Natürlich immer genug Luft lassen, dass es auch alles ordentlich aussieht. Na, so, das heißt, wir können das jetzt hier ungefähr abknipsen
und dann daran löten. So, natürlich nehmen wir hier auch den kleinsten Seitenschneider, den ich gerade auf Lager habe. Plupp. Das gleiche machen wir noch mit dem dritten Ausgang. Das machen wir jetzt zu jedem Pult, löten wir das an. Und hier werde ich jetzt noch den Checker ranmachen für den Ausgang 4, hier für die Inputs. Und dann sind wir auch mit der Faceplate fast fertig. Ein kleiner Tipp am Rande, weil das ja sowieso alles intern ist und sowieso eine direkte Platine, braucht ihr jetzt nicht die Stecker hier ranmachen und mit Überwurfhülse und Knickschutz und allen möglichen Klabims versehen. Es ist viel einfacher, wenn ihr einfach nur die beiden TIN-Stecker nehmt, hier reinsteckt, schon die so dreht, dass praktisch die Erde in der Mitte zeigt, dann könnt ihr sie schon zusammenbiegen, einen Lötklumpen daraus machen und dann hier von der Zuleitung die Erde daran löten, gemeinsam und links und rechts einzeln darauf und ihr seid ready to go und braucht nicht hier mit Überwurfhülse und die Erde einmal noch rumziehen und ist ja alles nervig und macht viel zu viel unnötige Arbeit, weil es sieht sowieso keiner und es ist sowieso viel besser, weil ihr da perfekt rankommt. So, wie ihr seht, habe ich ja schon die vier Schinnstecker hier oben drin. Einmal habe ich den gerade noch konfektioniert. Das ist der Ausgang für den Aux-Out. Das sind die Ausgänge, die auf unseren Amp gehen. Und habe die jetzt jeweils an den Pol die gemacht. Natürlich mit einem Pol, weil ja nur eine Seite praktisch abgesenkt wird. Also ist die Platte hier eigentlich schon fast fertig und auch eigentlich bald ready für den Einbau.